Hast du dich schon in Erlangen eingelebt? Ja, doch, gefällt mir bisher sehr gut. Was sind deine Ziele für die kommende Saison? Ich glaube halt erstmal das Maximale mit dem Ziel zu erreichen, was für uns möglich ist. Ansonsten in der Mannschaft natürlich gut aufgenommen zu werden und möglichst viel Spaß haben. Wenn ich nicht Handball spiele, mache ich? Dann studiere ich zu Hause, so wie es vorbildlich natürlich sein soll. Auf welchen Gegner freust du dich am meisten? Ich denke Flensburg, Kiel, aber auch Hamburg. Ja, eigentlich ist es alles relativ gut, aber gegen die Top-Mannschaften ist es natürlich schon nochmal schön. Welche drei Dinge nimmst du mit auf eine einsame Insel? Auf eine einsame Insel? Mein Handy, ein Sonnenhut und Badelatschen. Hast du vor dem Spiel ein Ritual? Tatsächlich nicht, nein. Hast du ein sportliches Vorbild? Ich hatte immer Christoph Teuerkauf als sportliches Vorbild, bis ich dann irgendwann mal gegen ihn gespielt habe und ja, jetzt tatsächlich nicht mehr. Und jetzt hat uns noch eine Spezialfrage erreicht. Welchen Filmhaber magst du lieber? Ich mag beide tatsächlich sehr gerne. Ich kenne auch beide schon sehr lange und sehr gut und es ist schön, jetzt mal eine Abwechslung zu haben, aber ich mag beide gerne.